Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Der PTA ist vorbei und die Season 4 steht vor der Tür. Und heute geht es um ein Thema, was glaube ich am allerspannendsten ist, was mit einhergeht mit dem Masterwork bzw. mit der Vollendung der Härtung und den neuen Affixen auf den Items. Wir haben überlegt, was könnte man denn alles so extrem krasses machen? Da gibt es auch schon 1000 Videos, was da alles bis zum geht nicht mehr hochgeboostet wurde. Da haben wir Ausweichchance oder gesamte Rüstung oder Schadensreduktion oder Abklingzeit. Da konnte man teilweise Abklingzeit die ganze Zeit drücken. Aber eine Sache wurde bislang noch gar nicht gesagt. Das ist die Geisteskraft bzw. die Ressource, die ihr hier seht, komplett immer voll zu haben. Beim Magier gibt es das ja schon seit längerem. Aber gerade beim Druiden hatte ich immer mit dem Pulverisieren-Build das Problem, dass, beziehungsweise andere Leute das Problem, ich eher nicht so, aber das Problem, dass die Geisteskraft halt leer geht. Und ich habe jetzt, ihr seht schon bei mir, füllt es sich sehr schnell auf, das zeige ich euch gleich wie. Aber ich hatte immer das Problem, ey, wie mache ich das mit der Geisteskraft? Und da kam etwas Neues rein im PTA und auch in Season 4, was unfassbar krass ist. Wie ihr schon wisst, wurden ja einige Affixe entfernt von den Items. Bedeutet, die Items haben jetzt grundsätzlich immer drei Affixe und es gibt keinen Affix mehr mit mehr Schaden gegen entfernt Gegner, gegen nahe Gegner, bla bla bla, was da nicht alles gab. Aber es kam auch neue dazu. Unter anderem der Affix mit Geisteskraft beim Töten eines Gegners auf Ringen. Das ist schon mal sehr krass, habe ich ja auch gerade geboostet. Und nicht gelevelt. Also, wenn ich das Masterworking auf diesem Ring noch hätte, könnte das Ganze hochgehen bis auf 10, 12 pro getötetem Gegner. Das ist schon mal krass. Das Ganze vielleicht sogar auf beiden Ringen. Und dann gibt es noch einen Affix mit Geisteskraft pro Sekunde. Pro Sekunde, das Ganze gibt es auf dem Hut, auf dem Kopf und auf dem Bein gibt es das auch. Das Ganze könntet oder konnte man sich selber anschauen im PTA oder für euch auch in Season 4, indem ihr einfach mal Schuhe hier reinmacht und dann schaut, welche Affixe möglich sind. Und dann werdet ihr sehen, Geisteskraft pro Sekunde und das mit einem Boost und dem Masterwork kann dafür sorgen, dass ihr pro Sekunde 20 Geisteskraft regeneriert. Plus Geisteskraft beim Töten eines Gegners auf den Ringen macht, dass ihr unendlich Geisteskraft habt. Ich werde euch das hier einmal in der Höllenflut demonstrieren, weil ich glaube, da sieht man das am besten, wie krass diese Ressource hier einfach immer voll ist. Egal wie oft ich pulverisieren drücke, diese Ressource geht niemals leer. Und ich habe auch noch eine Sache drauf, um die Ressourcen noch krasser zu gestalten, das werde ich euch gleich zeigen. Aber ihr seht schon, das ist einfach nie leer. Ich kann immer pulverisieren drücken. Ich habe teilweise schon überlegt, ob ich nicht einfach meinen Standardangriff einfach rausnehmen soll, weil ich den nie, nie, nie nutze. Was ihr auch noch machen könnt, ist einen Aspekt mit reinpacken. Ich habe den aktuell auf einem Ring, der euch Grundkosten gibt, wenn ihr einen Gegner mit einer Kernfertigkeit besiegt. Und das seht ihr hier. Wenn ihr einen Gegner mit einer Kernfertigkeit tötet, erhaltet ihr bis zu 30% der Grundkosten zurück. Das bedeutet, ihr gebt, das ist auch wichtig für das Überwältigen. Ich erkläre euch das. Das ist auch wichtig, dass das so ist und nicht, dass es grundsätzlich weniger kostet, weil ihr wollt die maximalen Ressourcen ausgeben, ist bei Pulverisieren gerade bei 32. Aber von diesen 32 kriegt ihr dann 10 zurück. Bedeutet, ihr bezahlt im Prinzip nur 20 dafür. Und wieso ist das wichtig, dass ihr viele Ressourcen zahlt? Ganz einfach, weil es ein Amulett gibt, was nach 265 Primärressourcen einmal zu 100% überwältigt. Das heißt, wenn euer Pulverisieren schön teuer ist, und dann aber nur Grundkosten zurückerstattet werden und ihr pro Sekunde einfach Geisteskraft wieder regeneriert, proc dieser Effekt hier sehr, sehr oft. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, wo es hingeht in Season 4 mit diesen ganzen Bonis. Weil ihr seht, hier habe ich gerade eine Geisteskraftregeneration von 14 pro Sekunde und 10 beim Töten eines Gegners. Und das könnte man noch so viel weiter hochschrauben. Da bin ich extrem gespannt, wie das Ganze in Season 4 vielleicht nochmal ein bisschen gebalanced wird. Weil
Ich habe es ja eben schon mal am Anfang des Videos erzählt. Schadensreduktion, Ausweichchance, Abklingzeitreduktion, Crit-Chance, was man auf 100% und noch höher machen kann, ist aktuell so krass. Ist natürlich witzig, aber natürlich komplett unbalanced. Und auch, dass die Geisteskraft einfach wahrscheinlich mehr regeneriert pro Sekunde, als man ausgeben kann, ist natürlich wahrscheinlich auch nicht so im Sinne. Ich denke mir gerade vielleicht sowas hier mit Gewittersturm oder mit Felsbrocken oder mit Erdrutsch anstatt Pulverisieren. Etwas, was man viel öfter und schneller einsetzen kann. Pulverisieren hat eine relativ langsame Animation. Also das kann man aber schon extrem, extrem abusen und krass ausreizen. Wenn ihr zu Season 4 Start nichts verpassen wollt, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ich werde natürlich den Season 4 Start live auf Twitch streamen. Seid gern dabei. Kommt in den Clan, falls ihr noch einen Clan sucht für Season 4, geht's da wieder ab. Kommt auf den Discord und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.